Wenn du auf Social Media unterwegs bist, siehst du oft und immer öfter ein kleiner Live-Balken. Der Live-Balken steht für Livestream und ich erzähle dir jetzt, was es mit Livestreams auf sich hat. Sie sind unverfälscht, es geschieht unmittelbar und deshalb weisen Livestreams eine hohe Glaubwürdigkeit auf. Die Beziehung zu deiner Community kannst du in einem Livestream sehr gut pflegen. Was ist nun aber der Unterschied zwischen einer Videokonferenz und einem Livestreaming? Bei der Videokonferenz hält man die Konferenz eher im kleineren Rahmen. Man kennt sich meistens untereinander, kann die Bildschirme miteinander teilen. Und bei der Livestreaming-Geschichte, da bist du das Fernsehen. Ich bin Stefan Klamm von Smovie. Wir sind Experten für Handyfilm. Gepflegter Handyfilm geht aber auch live. Das machen wir heute hier im Auftrag von der Stiftung Elternsein. Der grosse Protagonist vom Abend ist der Remo Largo, der bekannte Kinderarzt. Und wir produzieren 4 iPhones, 1 Tablet, direkt raus auf Facebook im Feed. Und dort kann man kommentieren und Fragen stellen. Wo hältst du deinen Livestream? Naja, das kommt sehr darauf an, wo du die meisten Follower hast, wo du die größte Community hast. Also YouTube, Facebook, Instagram oder eine spezielle Livestreaming-Plattform wie Periscope. Wir von Smovie haben die besten Erfahrungen mit Facebook gemacht, denn Facebook kannst du live gehen über deinen persönlichen Account, über deine Business-Seite oder du kannst auch eine Gruppe erstellen für bestimmte Personen und dort drin einen Livestream abhalten. Streamen kannst du im Übrigen auf dem PC und auf dem Handy. Wir von Smovie bevorzugen, war ja klar, das Handy, aber mit wohlbedachten Gründen. Denn das PC-Bild ist einerseits qualitativ meistens viel schlechter als das Handy-Bild und andererseits ist es statisch. Du nimmst ja nicht den PC mit und gehst durch den Raum. Bei dem Handy kannst du einen Weg ablaufen, du kannst verschiedene Richtungen einschlagen und du kannst spontan sein. Live hat eine ganz einzigartige Magie, das Direkte, das Unmittelbare. Das ist das, was heutzutage diskutiert wird, das ist das, was gefragt ist. So kommt man an die Community an. Mein Name ist Stefan Klamöp von Smovie-Film und wir setzen sehr stark auf die Live-Komponente. Haben wir auch hier zeigen bei dem Anlass von Fritz und Franzi zusammen mit dem Remo Largo. Hat Spass gemacht, ist grandios gewesen aus unserer Sicht. Vor allem auch, weil es technisch einfach nicht kompliziert ist. Wir kommen mit 2, 3 Köfferli, mit unserem Telefon. Wir haben einen Laptop oder ein Tablet mit einem Schnittplatz drauf, wo wir live schneiden können. Wir haben ein eigenes Netzwerk, that's it. Kommentare, Fragen, die Interaktionen, das Teilen. 140 Mal ist der Post geteilt worden. Das sind doch Zahlen, die Eindruck machen, die auch zeigen, dass wenn der Saal klein ist und man hat einen Herr wie ihn, der eben zieht, man könnte 3, 4, 5 Mal verkaufen, und das geht nicht, dann kann man eben die Leute, die nicht kommen, kann man trotzdem versorgen und so auch ins Boot hineinholen. Also wir von Smovie-Film sagen ganz klar, wer ein Event organisiert, so Exponenten hat wie der Remo Largo, der muss sich die Live-Komponente unbedingt überlegen. Wenn du live gehst, dann richtig. Geh nicht nur 2 Minuten live, sondern zwischen 10 und 60 Minuten. Das ist eine gute Länge, in der du etwas erzählen kannst, inhaltlich in die Tiefe gehen kannst, für Unterhaltung sorgen und natürlich auch mit deiner Community interagieren kannst. Und das Wichtigste zum Schluss, Replay. Sobald du deinen Livestream beendet hast, musst du ihn unbedingt speichern und posten. Denn 90% deiner Reichweite wird im Replay erreicht. Also sei nicht traurig, wenn du während dem Livestream nicht allzu viele Teilnehmer hast. Im Replay werden sich die meisten deinen Livestream ansehen.